Ja, Frau Professorin, selbstverständlich, die Vorlesung heute Morgen. Ja, ja. Ich bin schon vor Ort. Natürlich, der Vorlesungssaal ist vorbereitet, selbstverständlich. Der Vorlesungssaal ist doch vorbereitet, oder? Ich dachte, das wäre morgen. Nein, heute. Das, Frau Professorin, ja, natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. Alles klar. In einer Minute. Bis gleich. Ja, heute oder morgen? Ja, heute Morgen. Das heißt jetzt? Ja, jetzt. Ja, ich komm gleich. Herzlich willkommen zur Kinderuni. Ihr wollt bestimmt wissen, was sich darunter verbirgt. Denn darum geht es heute. Mein Name ist Madeleine Böhme. Ich bin Professorin für Paläontologie. Und das ist die Wissenschaft, die erforscht, wie das Leben auf unserer Erde entstanden ist. Und ich war von dem Thema fasziniert von Kindesbeinen. Als ich so alt war wie ihr, wollte ich immer verstehen, wieso Fossilien etwas uns über die Vergangenheit erzählen können. Und damit ihr versteht, wie der Alltag eines Paläontologen so aussieht, schauen wir uns jetzt einen Film an. Wenn Großeltern von früher erzählen, dann sprechen sie meist von einem Früher, das 50 oder 60 Jahre her ist. Wenn Madeleine Böhme von früher spricht, ist es eine Zeit, die viel weiter zurückliegt. Die Geowissenschaftlerin und Paläontologin erforscht eine Zeit, die schon seit Millionen von Jahren vergangen ist. Wie das Leben damals aussah, steht für sie nicht etwa in den Sternen, sondern in den Steinen. In den Steinen fand sie auch das, was die Geschichte des aufrechten Ganges neu schreibt. Bisher dachten Forscher, der aufrechte Gang sei rund 6 Millionen Jahre alt. Die Funde, die Madeleine Böhme mit ihrem Team bei ihren Ausgrabungen im Allgäu machte, weisen jedoch auf 12 Millionen Jahre hin. Das kann die Paläontologin an den gefundenen Knochen ablesen. Schon in ihrer Kindheit war sie sehr neugierig. Als Kind habe ich schon früh begonnen, mich für die Natur zu interessieren. Immer wenn ich mit meinen Eltern gewandert bin, habe ich beobachtet, habe ich gesammelt, habe ich das festgehalten, was ich gefunden habe. Und das schult natürlich den Blick und die Fragen an die Natur. Wenn Madeleine Böhme sich ihr Studium hätte aussuchen können, dann wäre sie vermutlich in einer Vergangenheit gelandet, aus der es menschliche Zeugnisse und Erzeugnisse gibt. Sie hätte Archäologie studiert. In ihrer Heimat, der damaligen DDR, orientierte sich das Studienangebot aber streng am Bedarf der Planwirtschaft. Für Archäologen gab es in der DDR wenig Verwendung, für Geologen jedoch schon. Denn die Geologie war nützlich für den Bergbau. Studiert habe ich Geologie. Genauer gesagt auch Bergbau, das heißt also Rohstoffe und wie die Erde entstanden ist, diese Fragen. Und ein Professor, mit dem ich mich vor dem Studium erkundigt habe, das war dann später auch mein Diplomvater, der hat gesagt, wenn du Paläontologie machen willst, dann musst du zu mir kommen. Wie richtig, darauf weisen schon die Schätze hin, die sie seit dem 10. Lebensjahr hütete.
Sie hatte zwei steinerne Abdrücke von Seeigeln geschenkt bekommen. Die rätselhaften Fossilien spornten ihre Fantasie und ihren Wissensdrang an. Ich hatte im Prinzip See im Gedächtnis und statt Seeigel dachte ich Seesterne, weil tatsächlich, es gibt so eine sternförmige Symmetrie. Und dann habe ich mir immer gedacht, wie kann es sein, dass ein Seestern auf einem runden Stein fossil wird? In Wirklichkeit war es aber ein runder Seeigel. Während andere sich zur Jugendweihe, das war in der DDR ein Ersatz für die Konfirmation, Armbanduhren, Spiele oder Geld wünschten, hatte die 14-Jährige nur einen Wunsch. Ja, zu meiner Jugendweihe habe ich mir ein Buch gewünscht. Und nicht irgendein Buch, sondern ein Hochschullehrbuch, was so groß und so dick war wie noch gar kein Buch, das ich vorher hatte. Und das war auch sehr teuer, denn diese Bücher, die waren etwa so in der heutigen Sprache etwa so 1000 Euro teuer. Und das war auch für meine Eltern schon verwunderlich, dass man sich mit 14 so ein teures und ziemlich schwer zu verstehendes Buch kauft. Aber nach und nach erschloss sie sich die geowissenschaftliche Sprache. Und Madeleine Böhme sollte sich noch viele Sprachen erschließen. Außer Deutsch und Bulgarisch spricht oder versteht sie noch 6 andere Sprachen. Wie sich der aufrechtgehende Menschenaffe verständigte, dessen Knochen sie fand, das weiß sie natürlich nicht. Der Fund war eine Sensation und so nannten sie ihn Udo. Den Namen verpassten ihm die Forscher, denn sie fanden die wichtigsten Knochen an dem Tag, als der Liedermacher Udo Lindenberg 70. Geburtstag feierte. Im Radio wurden dauernd seine Songs gespielt und so taufte man die Knochen nach diesem prominenten und sehr aufrechten Udo. So, liebe Kinder, jetzt geht's los. Wir wollen die Frage beantworten, warum ging Udo aufrecht? Wer ich? Wer er? Nein, nein, nein. Udo, seht ihr hier auf dem Bild, Udo ist, ja, wer ist Udo eigentlich? Eigentlich ist Udo ja nur ein Spitzname. Der richtige Name ist ein bisschen kompliziert, ist Danuvius Guggenmosi. Das ist ein wissenschaftlicher Name. Aber wer ist, wenn nicht er, Udo eigentlich? Nun, wenn wir das mal kurz zusammenfassen will. Udo ist eine Versteinerung, ist also ein Fossil. Udo ist ein Menschenaffe, ein männlicher Menschenaffe. Udo ist, naja, etwas so groß wie manche von euch. 1 Meter und etwa 30 Kilo schwer. Und jetzt kommt aber der große Unterschied zu allen von euch. Udo ist ziemlich alt. Udo ist über 11 Millionen Jahre alt. Was? 11 Millionen? Ja, 11 Millionen. Also das ist zumindest mehr, als ich mir so richtig vorstellen kann. Ist ziemlich schwierig. 11 Millionen. Aber was sind überhaupt Menschenaffen? Also ich werde versuchen, das zu erklären. Menschenaffen, das sind beispielsweise diese kleinen Gibbons, die meistens oben in den Baumwipfeln in irgendwelchen Regenwäldern in Asien leben. Menschenaffen sind aber auch große, rothaarige Orang-Utans. Auch die leben in Südostasien in Regenwäldern. Und Gorillas? Ja, natürlich. Gorillas auch. Und die sind noch größer. Die leben in Afrika. Die sind so groß, dass sie meist zu faul sind, auf die Bäume zu klettern, obwohl sie es auch könnten. Stattdessen laufen sie vierbeinig, meistens auf der Erde. Und Menschenaffen sind Schimpansen und Bonobos. Etwas kleiner, aber wie die Gorillas leben sie in Afrika und laufen vierbeinig. Aber was haben wir noch vergessen, eine Gruppe haben wir vergessen von Menschenaffen. Uns selbst, also wir Menschen sind auch Menschenaffen. Wir gehören mit den genannten Gorillas, Bonobos, Orang-Utans und Gibbons in eine große Familie. In die Familie der Menschenaffen. Und diese Familie hat sich entwickelt, über 11 Millionen Jahre evolviert. Und wir wollen herausbekommen, wie das passierte. Natürlich auch, warum das passierte. Und wir wollen wissen, wie sah Udo aus. Und wir wollen wissen, welche Merkmale Udo trug. Woher kennen Sie denn den Udo eigentlich? Das ist eine interessante Geschichte, eine spannende Geschichte. Also Udo habe ich kennengelernt 2016. Das ist jetzt 5 Jahre her. Und zwar bei einer Grabung im Allgäu, in einer Tongrube. Und
wenn ihr in das Gesicht von mir seht, das ist genau in der Sekunde aufgenommen worden, wo ich, und ihr seht diesen dunklen Punkt, wo ich etwas Wichtiges fand, nämlich den Unterkiefer von Udo. Und das war der Moment, wo uns klar wurde, dass wir etwas ganz Bedeutsames gefunden haben und immer mehr Knochen von diesem männlichen Menschenaffen kamen zum Vorschein. Vor 5 Jahren. Die Grabungen, die wir durchführen, sind in einem großen Tongrube und dort grabe ich mit meinen Mitarbeitern und mit Studenten. Und wir graben nach den Schätzen, die über die Evolution uns Aussagen geben können. Und nicht nur Studenten und Erwachsene graben mit, nein, auch Leute in eurem Alter. Wir haben Ausgräber von 8 bis 80 Jahre. In jedem von euch steckt ein bisschen der Entdecker und so könntet auch ihr eines Tages an dieser Grabung teilnehmen. Wo kommen die ausgegrabenen Knochen denn dann hin? Ja, wenn wir sie geborgen haben, aus dem Gestein befreit haben, kommen sie nach Tübingen. Und in Tübingen werden sie gesäubert, speziell behandelt mit verschiedenen Chemikalien. Sie kommen in Dosen, bekommen eine Nummer und eine Beschriftung. Und dann geht der eigentliche wissenschaftliche Untersuchung los. Im Prinzip, wenn man sich mal das überlegt, ist es so, was kann dieses Fossil uns sagen? Ich gucke mir die Knochen von Udo an und frage, wer bist du? Und das ist ziemlich aufregend, ziemlich spannend und kann manchmal Jahre dauern, bis wir alle Informationen, die ein Skelett, die uns Knochen, Fossilien überliefern, erkennen können. Und insgesamt haben wir 21 Knochen von Udo gefunden. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen mitnehmen bei der Frage, woran können wir erkennen, was das Besondere an Udo ist? Was macht Udo so besonders? Nun, er konnte aufrecht gehen. Er konnte aufrecht gehen wie wir Menschen und nicht vierbeinig wie Schimpansen und Gorillas. Und an dieser Stelle möchte ich euch Jenny vorstellen. Jenny ist eine Schimpansenmädchen, 9 Jahre alt. Ich habe sie kennengelernt im Schwabenpark, ganz hier in unserer Nähe. Und bei Jenny haben wir mal versucht, sie aufrecht gehen zu lassen. Und es war ziemlich schwierig. Wir haben ihr gut zugeredet. Und so viel wir ihr zugeredet haben, so schwierig war es doch für Jenny, aufrecht zu gehen. Weil Jenny eine ganz andere Körperanatomie hatte. Ihr seht das vielleicht hier ganz gut. Wir mussten Jenny mit beiden Armen festhalten. Und trotzdem hatte sie arge Schwierigkeiten zu stehen. Wenn sie stand auf 2 Beinen, hatte sie immer den etwas gebeugten Hüfte und die gebeugten Knie. Das hat seine Ursache in der Anatomie von Jenny. Wenn wir also uns Skelette eines Schimpansen und eines Menschen vergleichend anschauen, dann stellen wir fest, bei allen Gemeinsamkeiten gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden. Sehr feine Unterschiede, aber all diese Unterschiede sind ganz wichtig zum Verständnis, warum wir Menschen nun aufrecht stehen können. Und diese anatomischen Merkmale sind beispielsweise in der Wirbelsäule, in der Biegung zu sehen. Sie sind in der Brustkorb zu sehen, der bei uns Menschen sehr breit und sehr flach ist. Ich kann das vielleicht gleich mal an meinem Objekt zeigen. Ihr seht hier, dafür habe ich das mitgebracht. Ja? Ihr seht also die S-förmige Biegung der Wirbelsäule bei uns Menschen. Ihr seht den schmalen, aber doch sehr breiten Brustkorb. Ihr seht, dass die Hüfte und die Lendenbereich sehr lang und mobil ist, damit wir eben auch balancieren können, unseren schweren Oberkörper auf dem Becken balancieren können. Ihr seht die kurzen Arme und ihr seht die Knie, auf die ich jetzt gleich euch zeigen werde, die eher einem X-Bein entsprechen. Wozu haben wir denn eine Biegung in der Wirbelsäule? Nun, eine Biegung in der Wirbelsäule, und das sehen wir vielleicht jetzt, die bei Schimpansen, ist die nicht vorhanden. Es ist eine ganz gerade gestreckte Wirbelsäule, damit wir unseren schweren Oberkörper und unseren schweren Kopf sozusagen auf der Hüfte balancieren können. Diese Biegung federt den Oberkörper ab und dadurch sind wir sehr flexibel. Bei Schimpansen ist die Wirbelsäule absolut gerade. Und das ist wichtig, denn Schimpansen klettern auf Bäumen. Und damit sie den Körperschwerpunkt an dem Baum hochbekommen können, muss die Wirbelsäule sehr, sehr kompakt sein, sehr kurz sein und gerade sein. Wenn wir uns jetzt mal eine Wirbelsäule eines Schimpansen anschauen, dann seht ihr im Brustbereich, dass
alle Wirbel gleich aussehen. Ja, die Biegung der sogenannten Dornfortsätze am Rücken ist bei ihnen absolut gleich. Bei uns Menschen sehen wir, dass die Biegung von oben nach unten zunimmt. Und auf dieser Abbildung seht ihr schon, dass es da im unteren Bereich der Brustwirbel zu Schwierigkeiten kommt. Da scheinen sich offensichtlich die Dornfortsätze im Wege zu sein. Und tatsächlich ist es aber so, sie sind sich nicht im Wege, weil eben unsere Wirbelsäule S-förmig gebogen ist. Nun, bei Udo haben wir zwei Wirbel, um da vielleicht eine Aussage treffen zu können. Und diese zwei Wirbel zeigen nun, genau wie bei uns Menschen, dass die oberen Wirbel horizontal sind, der Dornfortsatz, und im unteren Bereich sie stark gebogen sind. Das heißt also, weil wir diese zwei Wirbel finden und gefunden haben, können wir aussagen, dass bei Udo die Wirbelsäule, wie bei uns Menschen, S-förmig gebogen ist. Ein wichtiges Merkmal für den dauerhaft aufrechten Gang. Gibt es noch mehr Merkmale für den aufrechten Gang? Es gibt sehr viele weitere Merkmale und ich kann jetzt mal unser Hilfsskelett hier zur Seite schieben. Und wir schauen jetzt mal in die Kniebereiche. Wenn ich euch sagen würde, stellt euch doch mal hin wie ein Schimpanse, wie ein Affe. Was würdet ihr tun? Ja, ihr würdet vielleicht das tun, was ich tun würde. Ihr würdet eure Knie beugen, ihr würdet eure Hüfte beugen und die Arme ganz lang machen lassen. Das wäre etwa, und zwar ziemlich genau, eine Haltung, wie sie Jenny hätte. Nun, das bedeutet aber, wenn wir das von vorn betrachten, dass alle Menschenaffen, wenn sie denn auf zwei Beinen stehen, kurzzeitig O-Beine haben. Das heißt also eine Biegung in den Knien und die Knie selbst sind nicht unterhalb des Beckens, sondern seitwärts gerichtet. Wohingegen bei uns Menschen, wenn wir aufrecht stehen, haben wir die Knie beisammen, zusammengedrückt und die Knie sind direkt unterhalb des Schwerpunkts unseres Körpers. Und aus diesem Grund können wir hier sehr bequem stehen, wohingegen Jenny hier ziemlich viele Probleme hat. Nach ein paar Sekunden will sie wieder auf alle vier gehen. Das heißt also, ein Merkmal der Menschenaffen ist die O-Beinstellung und ein Merkmal von uns Menschen wäre die X-Beinstellung. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, woran man das an den Knochen erkennen kann. Ich habe dazu das Schienbein von Udo mitgebracht und ein Schienbein von einem großen Gorilla. Das ist der Gorilla. Das ist Udo. Also es geht, wie gesagt, jetzt um die Schienbeine, ja, um diese Knochen. Wenn wir das Schienbein vom Gorilla so hinstellen, wie es anatomisch wäre, also das ist horizontal, dann seht ihr, dass das Schienbein zum Knie nach außen zeigt. Wenn wir Udos Schienbein daneben stellen und auch hier horizontal, dann seht ihr, dass es senkrecht steht. Das heißt, der Gorilla hat O-Beine und der Udo hatte X-Beine. Das heißt also, das Kniegelenk war direkt wie bei uns unterhalb des Beckens. Eine ganz wichtige Position für den aufrechten Gang. Doch man kann noch andere Merkmale sehen, nämlich die Streckung der Knie, die bei uns ja, wenn wir lange stehen müssen, die bequemste Haltung ist. Also wenn ich jetzt mich hier hinstelle und manche von euch kennen das ja, wenn sie nach 20 Minuten, sie müssen beim Einkaufen anstehen, dann stehen wir relativ bequem. Es macht uns nicht sehr viel aus. Aber versucht euch mal so hinzustellen, ihr werdet nach 5 Minuten feststellen, das ist ganz schön anstrengend. Ja, das sind die Muskeln, die viel Kraft benötigen, um das gebeugte Knie zu halten. Das heißt, für uns Menschen ist der einfachste Stand der mit durchgedrückten Knien. Und das liegt daran, dass nämlich an unserem Schienbein die Fläche, das wäre jetzt, das ist das Schienbein und das ist der Oberschenkel, dass das Schienbein eine tischebene Fläche macht. Sodass also hier das Schienbein oder der Oberschenkel darauf eine sehr breite Auflage hat. Bei Menschenaffen
ist diese Fläche stark gebogen. Und das sieht man hier bei dem Gorilla sehr schön. Das heißt also, diese Kontaktfläche hier ist so gebogen, dass bei einer Beugung des Oberschenkels immer eine gleiche Auflage ist. Und wenn wir uns diese Fläche bei Udo anschauen, dann ist sie tischeben und horizontal. Das heißt also, Udo hatte bei einem gestreckten Knie die meiste und größte Auflagefläche, weil diese Fläche gerade ist und diese bei Menschenaffen stark gebogen. Aber ist Udo dann nicht eigentlich ein Mensch? Nein, Udo war sicherlich kein Mensch, denn es gibt Merkmale, die ihn unterscheiden. Und diese Merkmale finden wir vor allen Dingen in den Füßen. Wenn wir uns den Fuß eines Menschen anschauen, und wenn ihr am Strand, mal am nassen Strand langläuft, und dann beobachtet mal eure Fußspuren, ihr müsst die Schuhe aber ausziehen. Was ihr dann seht, ist, dass die große Zehe, also sehr groß ist, und an die Seitenzehen anliegt, ganz eng anliegt. Die Seitenzehen werden dabei immer kürzer zur Seite hin. Bei Menschenaffen ist die große Zehe nicht ganz so groß, aber sie steht ab. Das heißt, ein Fuß eines Menschenaffen sieht aus wie eine Hand. Es ist ein Greiffuß. Und bei Jenny übrigens sieht es genauso aus. Ihr seht, wie die große Zehe vom Fuß weit abgespreizt ist und im Prinzip fast einer Hand gleicht. Wie ist es nun bei Udo? Wir haben einen Knochen vom Fuß und das ist der große Zehenknochen. Und dieser große Zehenknochen ist in sich gedreht. Und diese in sich Drehung des Knochens zeigt, dass die große Zehe dem Fußfläche gegenübergestellt war. Und damit konnte er sehr gut greifen. Er konnte im Prinzip damit ganze Äste umfassen. Konnte er dann mit den Füßen genauso gut greifen wie mit den Händen? Das ist richtig. Genauso ist es. Es gibt sogar Kollegen und Wissenschaftler, die sagen, die Menschenaffen sind vier Hände. Ja? Weil letztendlich ihre Hände und ihre Füße anatomisch so ähnlich sind. Genau das ist es. Und Udo hatte einen solchen Greiffuß. Er hatte nicht, wie wir, einen Lauffuß. Er konnte garantiert nicht rennen. Er konnte aber aufrecht stehen. Das heißt, die Funde, die wir von Udo gemacht haben, erzählen nicht nur etwas über sein Aussehen, sondern viel auch über unsere Evolution und die Evolution unserer nächsten Verwandten wie die Schimpansen. Und jetzt habt ihr bestimmt auch noch wahnsinnig viele Fragen. Nee, nicht die Affen, jetzt sind erstmal die Kinder dran. Hallo, liebes studentisches Publikum, ich begrüße euch. Mein Name ist Ulla Steuernagel. Wir haben hier in Tübingen vor 20 Jahren die erste Kinderuni gehabt. Also man muss 6 Nullen streichen, aber ist ja auch schon ziemlich lange. Und ich freue mich jetzt auf eure Fragen, die ihr der Frau Professor Böhme stellen werdet. Wir haben ungefähr 20 Minuten Zeit dafür und danach gibt es noch ein Gedicht, also da nicht gleich ausschalten. Und da wird Helge Thun noch ein schönes, lustiges Gedicht vortragen. Aber wir legen jetzt gleich los, damit möglichst viele Kinder auch drankommen. Und ich sehe jetzt als erstes hat sich die Luzi gemeldet. Luzi, was ist deine Frage? Ich habe die Frage, wie kann man bei einem Skelett erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Ja, Lucy, du hast übrigens einen tollen Namen. Du heißt so wie das berühmteste Skelett von einem Vormenschen wie Lucy aus Ostafrika. Woran kann man das erkennen? Bei Lucy ist, also bei diesem Skelett aus Ostafrika, war es das Becken, was es uns verraten hat. Die Becken erwachsener Männer und erwachsener Frauen sind sehr unterschiedlich. Bei Udo war es nicht das Becken, wir haben leider keinen Becken, sondern bei Udo haben wir Merkmale aus dem Schädel genommen. Das heißt also, der Schädel zeigt auch unterschiedliche Merkmale, nicht so toll unterschiedlich wie bei dem Becken, aber einige. Sodass es also dann, vor allen Dingen, wenn wir mehrere Individuen haben, Lucy, wir haben von Danuvius haben wir vier Fossilien, vier Individuen gefunden. Ein Männchen, das ist Udo.
zwei Weibchen und ein Jungtier, also ein Kind. Ja, danke, Luzi. Jetzt kommt die Katharina mit ihrer Frage. Katharina? Ja. Warum sind sich die Wissenschaftler so sicher? Weil es gibt ja zwei Theorien, die Savannentheorie und die Hangeltheorie. Warum sind sie sich sicher, dass eine der Theorien so, also die richtige ist? Ja, die Wissenschaftler sind sich nie wirklich sicher. Das ist das Bemerkenswerte. Wissenschaftler entwickeln Theorien und versuchen sie zu prüfen. Das heißt, sie versuchen sie zu widerlegen oder zu bestätigen. Und tatsächlich ist es so, du hast das super gesagt, die Savannentheorie ist sehr, sehr alt. Die gibt es seit 200 Jahren, weil man sich gesagt hat, die Savanne, das heißt also ein offenes Grasland, ist ein Habitat, eine Umwelt, wo ein Affe gezwungen wird, auf zwei Beine zu gehen. Deswegen ist es relativ logisch. Aber ob es wirklich so war, ist ganz, ganz schwierig zu beweisen, weißt du? Also Wissenschaftler streiten gern, aber nicht, das ist nicht schlimm, ja? Sondern sie haben immer eine Idee und versuchen, die Idee, die andere hatten, damit zu überprüfen. Und deswegen ist es so, dass ein wissenschaftlicher Streit, wir nennen das Diskurs, manchmal über Jahre, viele Jahrzehnte dauert und man sich nie ganz sicher sein kann, ob wir in 10 Jahren noch dieselbe Vorstellung davon haben. Aber das macht das ja auch so spannend, die Wissenschaft. Ja, Mensch, Katharina, du wirst ja vielleicht auch noch Paläontologin, wenn du schon so viel weißt darüber. Jetzt kommt die nächste, das ist die Tessa. Wie alt wurde Udo? Also wie alt war Udo? Ja, Tessa, das ist eine gute Frage und die man nicht so hundertprozentig beantworten kann. Udo war erwachsen, das wissen wir. Das wissen wir übrigens über die Zähne. Die Zähne sind abgenutzt, das heißt, er hat schon ein langes Leben gehabt. Udo war also für seine Art bereits recht alt. Aber was heißt das in Jahren? Und da können wir nur schätzen und wir können Vergleiche mit anderen, mit Menschenaffen machen. Und dann würde ich mal sagen, vielleicht war Udo etwa 20 Jahre alt. Dann würden Sie jetzt sagen, ja, aber 20, das ist ja so alt nicht. Aber das kann für die Art Danuvius guggenmosi schon recht alt gewesen sein. Also ich würde mal sagen, vielleicht 20. Lena ist jetzt dran. Also hier die Mädchen vor, die Jungs werden ja vielleicht dann auch noch mal ein paar Fragen stellen. Welche Tiere haben einen ähnlichen Körperaufbau wie Menschenaffen? Ja, da gibt es nicht so viele. Das heißt, die Menschenaffen inklusive uns selber, also wir Menschen, wir sind ja auch Menschenaffen, sind schon relativ einmalig in der Natur. Natürlich, die nächsten Verwandten von den Menschenaffen, das sind andere Affen, wie zum Beispiel Paviane. Ja? Das ist auch schon recht ähnlich. Ja? Es gibt aber viele Merkmale, die Paviane nicht haben, wie zum Beispiel Paviane können den Oberkörper gar nicht aufrichten. Ja? Ein Schimpanse kann den Oberkörper aufrichten, ein Gorilla auch nicht zweibeinig stehen, aber den Oberkörper aufrichten. Und wenn Paviane oder sogenannte Makaken, wenn die sich vierbeinig fortbewegen, dann tun die das wie so ein Hund im Prinzip so ein bisschen. Ja? Also die Wirbelsäule ist immer horizontal, wohingegen ein Gorilla oder ein Schimpanse die Wirbelsäule schräg fast aufrecht hat. Aber nur die Wirbelsäule, nicht die Füße. So gesehen sind wir Menschenaffen schon wirklich recht besonders im Tierreich. Also es gibt da nicht andere Formen, die ähnliche Körperbau haben. Ich sehe euch schon alle im Zoo, die Affen mit ganz neuer Aufmerksamkeit betrachten. Aber jetzt ist der Fabian dran. Ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage ist, wie kann man denn unterscheiden, dass wie alt sie waren, wie lang das her ist? Ja, wie alt sind Fossilien? Das ist eine wichtige Frage, die in der Wissenschaft immer besondere Methoden erfordert. Und da haben wir zum Glück
viele Methoden, mit denen wir das machen können. Und in dem Fall mit Danuvius, mit Udo, haben wir eine Methode benutzt, die nennt sich Magnetostratigraphie. Und das ist recht komplex, da geht es also ums Erdmagnetfeld. Das Erdmagnetfeld, das verändert sich, und zwar kurzzeitig und über lange Zeiträume. Und wenn wir das Magnetfeld untersuchen, welches im Gestein, wo der Udo, wo die Knochen drin waren, sozusagen eingefroren ist, das alte Erdmagnetfeld, daraus können wir das Alter bestimmen. Und dann können wir sagen, 11.620.000 Jahre. Es gibt viele andere Methoden, aber die haben wir in diesem Fall angewandt. Okay, und meine zweite Frage ist, wo wurde das bisher älteste Fossil gefunden? In welchem Land? Ja, das älteste Fossil, das ist wahnsinnig. Es gab auch Dinosaurier und so. Ach du, es gibt Fossilien, die sind viel, viel älter. Schau mal, Dinosaurier, die sind 100 Millionen Jahre, 200 Millionen Jahre. Aber die ältesten Fossilien, weißt du, wie alt die sind? 3,6 Milliarden Jahre. Das sind 3.600 Millionen Jahre. Also, Leben auf dieser Erde ist viel, viel älter. Aber das waren keine Dinosaurier, das waren winzige, kleine, algenartige Gebilde. Sehr, sehr kleine Fossilien. Waren das Einzeller? Richtig, das waren Einzeller, ja. Okay, danke Fabian. Wir haben auch parallel zu hier unserer Konferenz auch einen Chat. Und da kommen auch noch Fragen ein. Jetzt wollen wir mal eine kurz zwischenschalten. Und zwar wird gefragt, Frau Böhme, was hat Udo wohl gegessen? Ja, das ist eine Frage, die wir jetzt in Zukunft noch viel besser beantworten wollen. Da gibt es Methoden, dass wir das erfahren können. Wir könnten jetzt, oder ich kann euch jetzt schon sagen, Udo war wahrscheinlich großteils Vegetarier. Er hat vor allen Dingen auch Früchte gegessen, denn Udo hatte ein bisschen Zahnkaries. Ja, kennt ihr ja vielleicht vom Zahnarzt. Ja? Und kriegt man immer dann, wenn man viel Süßes isst, Früchte beispielsweise. Also bei Udo war es Früchte. Vielleicht war es übrigens auch Honig. Das wissen wir nicht, aber es ist sehr möglich, wahrscheinlich, dass auch Honig. Und Udo hat viel festes, zähes gegessen. Er hat vielleicht auch Nüsse gegessen, denn wir haben in seinem linken Kieferhälfte, die wir ja übrigens haben, wir haben die obere und die unteren Kiefer, haben wir festgestellt, dass ein bisschen von einem Zahn fehlt, was passieren kann, wenn man auf was Hartes beißt. Stellt euch vor, eine Nuss, eine richtig harte Nuss, und dann bricht ein bisschen ein Zahn ab. Und das ist bei dem Udo passiert. Sodass wir also davon ausgehen, er hat Hartes gegessen, Nüsse beispielsweise, er hat Zähes gegessen, das können Wurzeln sein oder so rübenartige Pflanzen. Aber wir wollen auch nicht ausschließen, dass er auch vielleicht Tierisches gegessen hat. Das könnten Schnecken sein, das könnten Insekten sein. Insekten können sehr, sehr nahrhaft sein, also die verschiedenen Raupen und solche Objekte. Aber dominant hat er wohl pflanzliche Nahrung zu sich genommen. Ich glaube, ihr seid alle ganz froh, dass ihr euch heute ernähren könnt und nicht Insekten essen müsst, wie damals Udo womöglich. Jetzt kommt der, jetzt weiß ich nicht, wer von euch beiden der Linas ist. Ja, Linas, jetzt bist du an der Reihe. Ja, meine Frage ist, wurde noch mehr als Familienangehörige wie Werkzeuge oder so bei dem Udo und seiner Familie gefunden? Weil manche Affen, die benutzen ja auch Werkzeuge. Ja, also wir haben tatsächlich eine Familie gefunden, wenn ihr so wollt. Ich weiß, das war ja Teil deiner Frage oder Aussage. Also wir haben vier Individuen. Wir haben ein Männchen, wir haben die zwei Weibchen, ein Kind. Ob die zusammen tatsächlich eine Familie gebildet haben, können wir natürlich nicht beweisen. Wir können auch nicht wirklich beweisen, wie es mit Werkzeuggebrauch aussieht. Du hast recht, heutige Schimpansen benutzen Werkzeuge, wie zum Beispiel kleine Stöckchen. Und mit diesen kleinen Stöckchen versuchen sie Honig oder Ameisen zu fangen regelrecht oder sie bohren danach. Das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Danuvius Udo auch gemacht. Aber wie beweist man das? Das ist gar nicht so einfach. Wir finden beispielsweise, wenn wir graben in diesen
Sedimenten, die ein ehemaliger Fluss darstellen, finden wir größere Steine hin und wieder. Und es könnte sein, dass diese Steine der Udo in den Fluss geworfen hat, weil die normalerweise nicht in dem Bach, in dem Flusslauf waren. Aber wie beweist man das? Und das ist genau das, was die Wissenschaftler, oder was mich so reizt. Man beobachtet etwas, heutige Schimpansen nutzen Stöcke, aber wie beweise ich als ein fossiler Stock, wir finden fossile Hölzer, vom Udo benutzt worden ist. Es ist manchmal auch unmöglich, das zu beweisen. Deswegen muss man einfach neue Methoden finden oder man muss sich auch zufrieden geben, dass man manche Dinge wirklich niemals genau wissen wird. Jetzt kommt erst der Emmert. Emmert, bitte. Ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage ist, warum hat der Fund den Spitznamen Udo? Ja, das hat der Film gezeigt, so ein bisschen. Es war der 17. Mai 2016, wo wir den Unterkiefer gefunden haben. Und wir waren so, oder ich habe ihn ja gefunden, ich war so stolz und ich habe gemerkt, das ist eine Sensation, dass ich den Tag festhalten wollte. Und an diesem Tag hatte der berühmte Udo Lindenberg Geburtstag, und zwar 70. Geburtstag. Und alle Radiosender haben seine Musik gespielt. Und deswegen haben wir einfach entschlossen, weil wir haben gleich gesehen, das ist ein männlicher Knochen, also von einem männlichen Individuum, das muss ein Udo sein. Das war einfach ganz spontan aus der Situation heraus. Jetzt kommt dann als nächstes die Clara. Meine Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Menschenaffen und anderen Affenarten? Ja, Clara, das kann man vielfältig beantworten. Die Menschenaffen sind die größten Affen, die wir kennen. Also ein Gorilla kann 170 Kilo schwer werden, ein männlicher Gorilla. Aber sie sind auch im anatomischen, im Skelettbau deutlich unterschiedlich. Beispielsweise haben Menschenaffen diesen aufrechten Oberkörper. Nicht den aufrechten Gang, aber den aufrechten Oberkörper, was ich vorhin schon gesagt habe. Die laufen also nicht wie eine Makake oder ein Pavian mit horizontalen, sondern eher immer so. Dann haben sie auch ein etwas größeres Gehirn als andere Affen. Dann bewegen sie sich, wenn sie auf vier Beinen sich fortbewegen, nicht mit den Händen so, wie das andere Affen tun, sondern sie machen den Knöchelgang. Also ein Schimpanse oder ein Gorilla läuft mit den gebogenen Fingern, und im Übrigen ein Orang-Utan, der macht die Faust, der läuft auf den Fäusten. Ja? Das sind alles Merkmale, die natürlich dann auch in der Handanatomie spezielle Aussehen haben. Das sind Merkmale, da gibt es noch viele mehr. Ja? Beispielsweise auch in der Ernährung. Ja? Menschenaffen haben einen hohen Zuckerbedarf. Ja? Auch wie wir Menschen übrigens, das passt ja auch. Wenn man so ein bisschen Heißhunger auf Süßes, auch das haben Menschenaffen. Menschenaffen können, wie wir, Körperfett, also ich bin ja auch nicht so dünn, ja? Das ist zum Beispiel bei anderen Affen nicht der Fall. Und viele, viele andere Beispiele gibt es dafür, große Unterschiede. Frage beantwortet. Also, dann kommt jetzt als nächstes der Emil, und der hat sicherlich auch wieder eine tolle Frage. Ich wollte fragen, ob Menschen genauso stabile Unterarmknochen haben wie Menschenaffen. Ja, eigentlich schon. Also die Knochen sind im Knochenbau schon bei beiden recht stabil. Also da gibt es keinen Unterschied. Natürlich ist der Gorilla, weil er der größte Menschenaffe ist, noch der schwerste, hat ja die größten Knochen und muss natürlich, wenn er 170 Kilo schwer ist, überlegt euch das mal, dann muss er natürlich auch stabil sein. Aber das hängt alles vom Körpergewicht ab. Also die Stabilität als solche ist bei uns allen Menschenaffen eigentlich recht ähnlich. Okay, aber lieber keinen Boxkampf mit einem Gorilla riskieren, Emil. Jetzt die nächste in der Fragerunde ist die Merle. Also Merle, deine Frage bitte. Also ich habe zwei Fragen.
Die erste ist, wieso heißen manche Affenarten eigentlich Menschenaffen? Ja, weil sie mit uns näher verwandt sind als mit anderen Affen. Also wenn jetzt eine Art näher mit uns verwandt ist als mit einem Pavian, nennen wir ihn Menschenaffe. Und das ist eben der Fall bei den Gibbons, bei den Schimpansen, Gorillas und den Orang-Utans. Mir fällt übrigens noch eine andere Sache ein, die ich vorhin bei der Frage, was unterscheidet die Menschenaffen von anderen Affen, vergessen habe. Affen haben einen Schwanz. Menschenaffen haben keinen Schwanz. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja, Merle wollte noch eine Frage stellen. Sie versucht es gerade, aber sie ist schon stumm geschaltet. Dann ja. Merle nochmal weiter. Ja, und meine zweite Frage ist, wieso hat es Sie als Kind eigentlich schon interessiert, diesen Beruf? Ich weiß nicht warum. Ich fand immer die Natur so spannend. Gut, wo ich aufgewachsen bin, das ist eine Stadt, die wie aus Tausend und einer Nacht. Überall gibt es Archäologie, gibt es Altes. Und das ist vielleicht auch, hat mich das ein bisschen so zur Frage nach dem Gestern, dem Früher getrieben. Aber wisst ihr, man kann nie genau sagen, warum hat das einen interessiert. Fakt ist, seit dem 6., 7. Lebensjahr interessiere ich mich sehr stark dafür. Mit 12 Jahren habe ich meine erste Grabung selber organisiert und mit 19 Jahren habe ich meinen ersten Elefanten ausgegraben. Ja, also ihr habt noch ein bisschen Zeit, um euren Elefanten auszugraben. Jetzt graben wir erstmal nach der nächsten Frage bei Gül zum Beispiel. Gül? Hallo. Ich habe die Frage, wer war der allererste Affe und wie sah der aus? Das ist lange her. Also die Affen als Gesamtgruppe, die gibt es wahrscheinlich seit mehr als 60 Millionen Jahren. Und die allerersten Affen haben noch mit den allerletzten Dinosauriern gemeinsam gelebt. Sie sahen allerdings ganz anders aus als heutige Affen. Also sie waren viel kleiner. Sie hatten allerdings auch einen langen Schwanz und waren in den Bäumen unterwegs. Wir kennen nicht so viele Fossilien davon, wie wenig Knochen. Und das zu rekonstruieren, das Aussehen, ist ganz schwer. Aber vielleicht könnt ihr euch so einen Lemuren, Lemuren, okay, das kennt ihr vielleicht nicht. Aber schaut einfach mal vielleicht in ein interessantes Buch. Also ganz, ganz einfache Äffchen, gar nicht so agil, nicht so rumspringende, sondern eher langsam kletternde Äffchen. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Und zwar, was ist das teuerste Fossil? Das teuerste Fossil? Ja. Oh, das kann ich euch nicht sagen. Wisst ihr, Fossilien haben einen hohen wissenschaftlichen Wert und damit einen Wert für die Menschheit, aber man kann Fossilien nicht wirklich in Geld bemessen. Das geht gar nicht. Ja, jetzt haben wir nicht mehr sehr viel Zeit. Ich würde sagen, noch 3 Fragen können wir machen. Und dann vielleicht sollten dann die drankommen, die noch gar nichts haben fragen können. Als nächstes ist jetzt mal der André an der Reihe. Ich habe die Frage, hatte der Udo eine gleiche Muskulatur wie ein Mensch? Ja, das ist etwas, was wir tatsächlich untersuchen können an den Knochen, die wir haben. Und da können wir sagen, nein, hatte er in vielen Bereichen nicht. Also es ist sehr ähnlich natürlich. Klar, er ist auch ein Menschenaffe wie wir. Aber er hatte sicherlich unterschiedliche. Schaut, wenn der Udo einen Greiffuß hatte, ja, heißt das, dass die Muskulatur im Fuß natürlich ein ganz anderer war. Er hatte ganz kräftige und andere Muskeln im Fuß als wir. Er war sicherlich auch in der Oberarmmuskulatur sehr, sehr kräftig,
Wir können das sehen, wir haben von dem Udo haben wir einen Unterarm gefunden. Und an diesem Unterarm haben wir Ansätze von Muskeln. Und daraus wissen wir, dass Udo einen sehr, sehr kräftigen Arm hatte. Also, Florian, du kannst schon mal deine Frage stellen. Erstens, woher weiß man, wo man nach Knochen suchen muss? Ja, das ist, da braucht man Erfahrung, aber man weiß natürlich, also ich bin Geologin, weißt du, ich kenne oder versuche, die Oberfläche der Erde ganz gut zu kennen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gern einen Vorläufer von uns Menschen, der vor 5 Millionen Jahren finden, dann gehe ich dahin, wo die Steine auch 5 Millionen Jahre alt sind. Dann gehe ich natürlich nicht dahin, wo die Steine viel älter oder viel jünger sind. Und dieses Wissen, wie alt sind die Steine, die auf der Oberfläche dieser Erde sind, das haben Geologen. Und dann muss ich natürlich auch andere Dinge wissen. Also ein Menschenaffe hat nicht im Meer gelebt. Also gehe ich dahin, wo es keine Meeresablagerung, sondern wo es vielleicht Strandablagerung gab. Das heißt, es ist viel Erfahrung, viel geologische Erfahrung und Wissen. Und dann kann man vielleicht das Glück haben, auch wirklich fündig zu werden. Ja, ihr könnt es ja mal bei euch hinterm Haus versuchen und mal ganz, ganz tief graben, mal sehen, vielleicht kommt ihr ja auch auf Knochen. Aber jetzt wollen wir als Letztes die Charlotte hören. Ja, ich will das sprechen. Gibt es auch in anderen Ländern Skelette in Udos Alter? Ja, das gibt es. Zum Beispiel in Spanien gibt es ziemlich gleich alte Funde, die aber andere Arten sind. Und das ist natürlich spannend, weil wir dadurch wissen, dass in Europa vor 11, 12 Millionen Jahren viele Menschenaffenarten gelebt haben. Nicht nur Udo. Udo war einer von vielleicht 4, die wir momentan kennen. Aber diese anderen spanischen Menschenaffen, die konnten nicht aufrecht gehen, sondern sie haben sich eher in den Bäumen fortbewegt, beziehungsweise waren 4-händig. Ja? Also es gibt sie. Allerdings nur in Europa. Das ist das Interessante. In Afrika gab es damals keine Menschenaffen. Ja, liebe Kinder, jetzt ist die Fragezeit leider schon wieder beendet. Es tut mir leid, dass nicht alle drangekommen sind, aber es ist so, ihr könnt ja vielleicht auch noch im Chat Fragen stellen oder vielleicht auch eure Fragen beantwortet sehen. Und auf jeden Fall gibt es ja auch viele Bücher zu dem Thema, die ihr lesen könnt. Vielleicht ist euer Interesse jetzt geweckt und ihr macht da noch ein bisschen weiter. Und damit euch der Inhalt der Vorlesung auch nicht so schnell wieder entfällt, werdet ihr jetzt den Inhalt der Vorlesung zusammengereimt von Helge Thun hören. Viel Spaß dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den aufrechten Gang gibt's ja schon lang, doch wo hat's damit angefangen? Bis jetzt war allen klar, irgendwo in Afrika. Doch plötzlich da erfährst du, ein Schwabe war der Erste. Im Allgäu in der Tongrube steckte Udo, also so ein Bube, der war gerade mal 1 Meter groß. Der lebt nicht mehr. Man fand da bloß von seinem Skelett so ein paar Knochen und die haben zu uns gesprochen. Nicht in echt. Das sagt man so. Zum Beispiel hatte er kein O in den Beinen, nein, ein X. Das ist einer von den Tricks, die es leichter machen, gerad zu stehen. Und am Schienbein kommt man auch gerad sehen, Udo stand schon damals senkrecht. Da wäre ein anderes Kniegelenk schlecht, wie zum Beispiel ein gebogenes vom Gorilla. Ungelogen, das ist eines dieser Kennzeichen, die unseren hier drin gleichen. Unsere Wirbelsäule ist förmlich so wie Udos, S-förmig. Trotzdem gab es einen Unterschied. Der große Zeh zum Beispiel blieb abgespreizt wie bei einem Affen. Mit den Füßen greifen schaffen wir deshalb nicht mit unserem Lauffuß, weil der nicht auf Bäume rauf muss. Das geht bei uns nicht anatomisch und das wäre ja auch komisch. Mit anderen Worten, Udo war, ja, das ist jetzt nicht ganz klar, noch kein Mensch wie wir, doch schon in der Skelettevolution etwas weiter, so ein bisschen. Kein Mensch, kein Affe, so dazwischen.
Da war er seiner Zeit voraus. Und male ich mir das heute aus, dann denke ich, konnten andere Affen das damals auch noch gar nicht raffen. Vor allem die Schwaben haben gelacht. Ha! Das hätten wir ja noch nie gemacht. Laufe in 11 Millionen Jahren, da können wir mit dem Daimler fahren. Laufe, du, ich mach mich doch ja jetzt zum Aff. Also wirklich.